Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Beobachtung, die ich seit Anfang des Jahres gemacht habe und die Anlass zur Hoffnung gibt. Es ist so, dass sich die Medienberichterstattung aufgeteilt hat seit Anfang des Jahres. Es war ja seit Ausbruch von Corona so gewesen, dass einhellig alle Medien Panik geschürt haben. Alle Stimmen, die den Lockdown befürworten, die Panik geschürt haben, wurden gebracht. Und alle Kritiker davon, also auch alle Wissenschaftler, die Kritisches dazu gesagt haben, wurden mehr oder weniger ausgeschwiegen, wurden schlecht gemacht. Und natürlich wurden alle Demonstranten schlecht gemacht und ihre Argumente wurden nicht transportiert. Die gesamten Altmedien haben letztes Jahr ein Kartell gebildet. Aber dieses Kartell ist jetzt etwas aufgebrochen. Plötzlich wollen die Welt und ich glaube auch diese Deutsche Zeitung, sie wollen jetzt keinen Lockdown mehr haben, sondern sie wollen jetzt eher Lockerung. Und demzufolge werden diejenigen, die jetzt die Lockerung bekämpfen, die werden schlecht geschrieben. Das machen sie natürlich sehr subtil. Aber Welt und SZ, also besonders die Welt, die also ich beobachte immer Spiegel und Welt, und habe jetzt seit einem Jahr, weil ich seit Corona, ich fotografiere fast täglich die Headlines ab, auffällige Headlines ab. Und das ist jetzt ganz eindeutig das Muster zu erkennen bei Welt und Spiegel. Sie waren letztes Jahr noch im Einklang, haben also immer Panik geschürt, immer das Gleiche. Themenlenkung einseitig, die Adjektive auf eine bestimmte Art und Weise ausgewählt, sodass die Leute sich etwas zusammenfantasieren. Also sagen, sie suggerieren was und sagen dann nachher, ich habe das ja gar nicht gesagt meistens. Oder sie schweigen Dinge aus, sodass sich die Leute ein bestimmtes Bild bilden. Jetzt seit Jahresende ist das anders. Bei Spiegel, also Spiegel und auch die öffentlich-rechtlichen, Tagesschau, sie schreiben weiter für den Lockdown. Sie wollen weiter den Lockdown. Wohingegen Welt schreibt erkennbar dagegen an. Jetzt kann man sich fragen, was hat das für Gründe? Hat das Welt jetzt doch gemerkt, dass ja die Gegner des Lockdowns, die Gegner der Corona-Maßnahmen, dass sie doch recht hatten und sie haben nur die Argumente bisher nicht verstanden und die haben das jetzt gesehen, haben sich gedacht, ja, die haben ja recht. Wir überlegen es uns jetzt anders. Wir sind jetzt auch gegen den Lockdown. Leider ist das natürlich nicht so. Das ist allein schon daran erkennbar, dass das Papier aus dem Innenministerium, das dann die Welt im neuen Jahr gebracht hat, das haben sie letztes Jahr nicht gebracht, hätten sie auch schon letztes Jahr bringen können. Da hat es nur Epoch Times gebracht. Sondern es ist vielmehr der Zusammenhang auffällig, mit der Impfung. Es war ja im Herbst noch nicht ganz klar, ob überhaupt die ganzen Leute sich impfen lassen wollen. Jetzt ist es aber so, jetzt ist der ganze Impfstoff eingekauft und die ganzen Leute lassen sich auch impfen, die ganzen Impftermine, das ist eigentlich eine fest abgemachte Sache. Und seit wann ist es ungefähr klar? Eigentlich seit Jahreswende. Und jetzt gibt es die einen, vielleicht möglicherweise, die sich sagen, okay, jetzt, wenn wir jetzt den Lockdown noch länger machen, dann geht die Wirtschaft kaputt. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen das eigentlich so haben, wie vielleicht die letzten 20, 30 Jahre nur noch in stärker. Wir wollen jetzt abkassieren. Wir haben vielleicht rechtzeitig die richtigen Aktien gekauft oder diejenigen, für die wir schreiben, haben rechtzeitig die richtigen Aktien gekauft und die wollen wir zufriedenstellen. Und das ist jetzt ja so geschehen. Die Leute impfen sich jetzt ja alles. Der ganze Impfstoff ist gekauft. Jetzt wollen wir aber nicht die Wirtschaft kaputt machen, weil wir wollen ja vielleicht in Zukunft wieder mal abkassieren. Wir wollen ja trotzdem unser normales Leben weiterleben, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre auch hatten. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Extremisten. Die sagen sich, das mit dem Lockdown und so, das kommt uns ja gerade recht. Jetzt haben wir die Leute, jetzt können wir sie ja pressen, können sagen, ja, wenn du nicht in den Lockdown gehst, dann bist du ein Egoist. Jetzt musst du deine Grundrechte abgeben. Und die musst du auch für immer abgeben. Und die wollen es natürlich rausziehen, weil umso länger das geht, desto mehr gewöhnen sich die Leute dran. Das ist auch das Gleiche mit der Maske. Es sind jetzt alle Leute schon vollkommen gewohnt, Maske zu tragen oder gewöhnen sich immer mehr dran. Und die haben alle schon vergessen, dass sie letztes Jahr, um diese Zeit gab es keine Masken. Sie sind alle in öffentlichen Verkehrsmitteln, sind sie ohne Maske gefahren und es hat sich dann trotzdem alles aufgelöst zum Sommer hin. Wie wird das jetzt deutlich? Und warum ist das ein Nutzen? Wieso nutzt uns das jetzt? Es war erkennbar an der Demonstration in Stuttgart.
Spiegel hat auf die ganz normale Art und Weise, wie man es schon seit letztes Jahr gewohnt war, reagiert. Sie haben diesen Vorfall mit den Journalisten, ist die Headline, und sozusagen nehmen sie alle Demonstranten dafür in Sippenhaft und suggerieren, das ist das, was passiert ist. Und das ist das, was relevant ist. Das heißt, der Mensch, der sich das liest, denkt, der sieht jetzt hier nur, aha, Journalisten sind angegriffen, der assoziiert die ganze Demonstration mit diesem Vorfall. Das heißt, er denkt, ah ja, in Stuttgart, da hat Querdenken, hat Journalisten angegriffen. Und das ist dann die Headline, das ist der Mittelpunkt. Und genauso wurde es ja auch in der Vergangenheit gemacht und auch mit großem Erfolg. Weil, also aus meiner Sicht, die Basispartei, die reden sich das 1% schön, ist natürlich eine Katastrophe, 1%. Weil auch nur 9% AfD gewählt haben. Das heißt, es sind insgesamt gerade mal 10% und auch nur noch 10% der Wähler bei den Landtagswahlen. Das heißt, die ganzen anderen Leute hat man nicht erreicht. Und wie viel hat man demonstriert? Wie viele Demonstrationen? Wie viel Mühe hat man sich gegeben? Welche Mühen hat man sich aufgenommen? Hat man auf sich genommen? Und trotzdem, die ganzen Leute wählen weiter Grün. Das heißt, man sieht, man kommt mit seinem Narrativ nicht durch. Die ganze Kritik, es dringt nicht durch mit den Demonstrationen bisher. Das ist vollkommen klar. Natürlich hat man was erreicht. Es ist natürlich nicht schlecht zu reden, es ist nicht klein zu reden. Aber im Grunde ist natürlich das nicht das, was man eigentlich braucht, was man erreichen muss. Und deswegen spielt es jetzt eine sehr große Rolle, dass die Welt Informationen durchgelassen hat. Also wir haben ja gesehen, Spiegel hat das so gemacht wie immer. Es wurden gar keine Namen genannt, die Leute waren anonym, also gar nicht menschlich. Und das sind irgendwelche Aliens, irgendwelche Verrückten, die da halt Journalisten angegriffen haben. Aber Welt möchte ja aus dem Lockdown raus. Und deswegen hat die Welt jetzt so ein paar Informationen durchgelassen, die sozusagen denjenigen abträglich sind, die den Lockdown befürworten. Und da haben sie zum Beispiel zugelassen, dass so ein Södolf-Plakat gezeigt wird. Überhaupt, dass der Name Södolf, der bestimmt nicht gut ist für Söder, dass der so an die Öffentlichkeit kommt. Und dass sozusagen Söder damit lächerlich gemacht wird. Weil sie wollen ja den Lockdown bekämpfen. Und jetzt sieht man hier, nebendran, sieht man ein Bild mit Bierzeltstimmung zwischen Södolf und Diktaturplakaten. Und jetzt sieht man schon, dass es nicht so negativ konnotiert wie sonst. Also da fehlen bis jetzt in der Headline zumindest viele negativen Adjektive. Natürlich dann am Ende schreiben die dann noch pflichtgemäß Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Aber das ist was ganz anderes als Spiegel. Und vor allem der Artikel ist dann auch ziemlich ausführlich. Und da kommen dann auch Namen wie Michael Ballweg oder Ralf Ludwig. Ralf Ludwig tritt aus meiner Sicht sehr stark auf. Und aus dem Grund wird er auch überhaupt nicht gezeigt von den Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt von den Altmedien. Weil ihn kann man nicht framen und er ist sehr überzeugend. Es ist immer so, bei den Leuten, die überzeugend sind, die werden nicht genannt. Das heißt, immer nur, wenn man Angriffspunkte sieht, wie bei Attila Hildmann, dann hat Attila Hildmann fokussiert. Also man fokussiert immer das, womit man die Leute schlecht machen kann. Jetzt wurde aber ein Name Ralf Ludwig genannt im Artikel. Und wie gesagt, dieses Bierzeltstimmung, das ist nicht so negativ. Und jetzt sehen wir hier links so einen scheinneutralen Artikel. Aber wenn wir das jetzt sehen, dieser so ein bisschen hochnäsige Blick von Spahn und der ist da so ein bisschen so komisch an der Seite in dem Bild. Und dann der Titel, Spahn kündigt mehr Freiheiten für Geimpfte an. Das ist zu direkt, das kommt nicht gut an. Bei Spiegel würde dann Jens Spahn sympathisch lächeln und das Ganze würde viel positiver umschrieben werden. Es ist dann so, dass die Welt dann am nächsten Tag wieder nachgeschoben hat, Querdenken sind verfassungsfeindlich und die Allerschlimmsten, die Allerblödesten, weil sie wollen sich natürlich jetzt nicht selbst das Bein absägen, weil sie müssen ja irgendwie ihre Linie aus der Vergangenheit den Leuten auch plausibel machen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass Querdenken ja überhaupt diese ganze Sache bekämpft, dass sie Geld verdienen können. Also sie legen ja die Axt an ihre Geldgeber, dass deren Aktien steigen. Das können sie wahrscheinlich nicht tolerieren. Und deswegen werden sie systematisch schlecht geschrieben, wie wir es ja letztes Jahr erlebt haben. Oder dass sie gar nicht zu Wort kommen, dass die Faktenchecker alles schlecht schreiben oder auch lügen und sie sich dann auch das natürlich absichtlich nicht aufgreifen. Also wie mit dem Sonnenstandsfoto vom 1. August, wo sie dann die Faktenfinder gelogen haben. Das wären jeder, der sagt, es wären mehr als 20.000, ist sozusagen ein Spinner. Und hier seht ihr das Foto, das sind ganz wenige Leute.
Und das hat ja alles Welt außen vor gelassen. Und das wollen sie natürlich auch weiterhin, weil Querdenken ist ihnen ein Dorn im Auge. Wie die AfD. Aber jetzt haben sie Informationen durchgelassen, weil sie den Lockdown nicht wollen. Und dadurch hat auch die Demonstration plötzlich eine ganz andere Wirkung entfaltet, als es noch letztes Jahr der Fall war. Weil SZ wahrscheinlich auch, das hat man ja schon gesehen, der Prantl bei Lanz, wie er gesagt hat, ja, jetzt die Grundrechte und so weiter und so fort. Diese Leute, die wollen ein Leben haben wie vorher. Die sind gegen den Lockdown. Und das bringt natürlich große Möglichkeiten. Weil diese Leute, die haben viel Reichweite, die sind mächtig. Aber natürlich ist es so, dass aus meiner Sicht jedenfalls an guten Flugblättern kein Weg vorbeiführt. Wahrscheinlich, mir ist jetzt noch eine neue Idee gekommen, ist es doch ganz wichtig, dass man sein Narrativ ganz groß rausbringt. Also nicht so zaghaft, das so umgeht, sondern wirklich sein Narrativ gleich volle Kanne rausgeht und gegen das andere Narrativ ankämpft. Gegen das typische Lockdown-Narrativ. Im Moment habe ich leider keine Zeit, ein neues Flugblatt zu entwerfen, weil das alte Flugblatt nicht schlecht ist, mit der Neugierde erwecken. Das ist auch schon gut. Aber jetzt glaube ich, man muss sein eigenes Narrativ gleich ganz dick dagegenhalten. Und natürlich dann sofort untermauern, dass die Leute das nachprüfen kann, das eigene Narrativ. Aber man muss sein Narrativ gegen das andere stellen, um das andere Narrativ zu zerstören. Weil die Leute sehen das ja, wenn man jetzt irgendwie so probiert, sich so anzuschleichen, sage ich mal, das sehen die Leute ja. Man muss gleich voll drauf gehen. Allein schon, dass die Leute sehen, es gibt hier eine andere Meinung. Aber natürlich muss dann sein, dass man das sofort nachprüfen kann. Und dass man es nicht fehlinterpretieren kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was euch so aufgefallen ist und was ihr sonst so denkt. Im Moment kommen leider wenig Videos, aber es ist so, jetzt muss ich die Dissertation abschließen und wenn ich Videos mache, dann bringt mich das immer raus. Also ich bin einfach schneller, wenn ich das jetzt durchziehe. Deswegen habt bitte noch ein bisschen Geduld und dann bin ich hoffentlich bald wieder voll da. Macht's gut.